Als grün-weißes Urgestein mit prägenden Lebensstationen hier im Leutscher Holz muss man sie nicht großartig vorstellen. Sie sind hier sowas wie eine Legende. Der Kreis schließt sich. Schön, dass Sie wieder da sind. Herzlich willkommen im Leutscher Holz, Herr Engel. Ja, danke. Ich habe auch zu den Zeiten, wo ich nicht in Leutsch war, habe ich Chemie immer verfolgt. Das ist schon mein Heimatverein. Ich bin dann vom SC Lokomotive damals mit 2 Jahren Überbrückungszeit bei Vorwärts Leipzig dann 65 hier gelandet als Nachwuchsspieler. Habe dann, nachdem ich meine eigene Laufbahn beendet habe, dann 7 Jahre als Nachwuchstrainer hier gearbeitet und dann nochmal als Trainer in der ersten Mannschaft nach der Wende, wo es in dem Aufstieg in die Oberliga ging. Und ich habe mich Leutsch immer verbunden gefühlt, habe das immer verfolgt und ich freue mich, dass ich wieder da sein darf. Sie sind zurückgekommen jetzt in einer ganz neuen Position, die Sie hier noch nicht ausgefüllt haben. Als Funktionär sozusagen verstärken Sie den Aufsichtsrat. Herr Engel, wie ist dazu gekommen? Ja, ich bin gefragt worden, ob ich das machen würde. Herr Lechie hat mich gefragt, Uwe Thomas hat mich gefragt, den ich schon viele Jahre kenne. Und da habe ich gedacht, warum soll ich das nicht tun? Man hat ja in dem Alter, in dem ich jetzt bin, nicht mehr die Ambition als Trainer auf dem grünen Rasen als Vorturner zu arbeiten, sondern dann kann man sich noch anderen Aufgaben stellen. Und ich denke schon, dass ich mit meiner langen Erfahrung im Leistungssport hier und da auch ein bisschen helfen kann, Erfahrung vermitteln kann. Und das möchte ich gern tun. Da kann man auch irgendwie etwas wieder über das Ehrenamt zurückgeben. Leistung ist bekanntlich der Formel nach Arbeit pro Zeit. Sie sind nach wie vor ein gut beschäftigter Mann, sind sehr viel gefragt. Wie intensiv können Sie sich im Aufsichtsrat der BSG einbringen? Gut, das wird natürlich etwas von den Aufgaben, die gestellt werden, abhängen. Natürlich habe ich noch viele andere Funktionen. Ich bin also Verbandsgruppenvorsitzender bei Bund Deutscher Fußballlehrer, also im Bundesvorstand dort tätig. Das nimmt mich schon auch noch einige Zeit in Anspruch und ansonsten auch noch diese oder jene andere Aufgabe mal im Fußballjahr. Aber ich werde schon Zeit finden und werde zumindest dann auch immer, wenn ich mal nicht vor Ort sein kann, telefonisch zur Beratung da sein. Ich will vor allen Dingen auch, denke ich, ein bisschen mit in diesen sportlichen Bereich nicht eingreifen, aber dort versuchen zu unterstützen. Ich denke da auch vor allen Dingen an den Nachwuchsbereich. Und ich glaube, da kann man schon noch einiges versuchen in den nächsten Jahren zu entwickeln. Und ich habe das verfolgt. Chemie ist auf einem guten Weg. Das wird alles seriös angepackt. Und das hat letzten Endes auch den Ausschlag gegeben, dass ich gesagt habe, okay, dort kannst du mitmachen. Neben dem Sport und der sportlichen Entwicklung ist natürlich der Verein auch immer angehalten, sich weiterzuentwickeln. Wir haben hier in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Das Ende der Fahnenstange oder der Eckfahne ist noch lange nicht erreicht. Wie können wir uns das vorstellen? Wie bringen Sie sich ein? Werden Sie dann punktuell zu Themen eingeladen, wo man Sie braucht? Oder begleiten Sie den Prozess, viele Abläufe hier kontinuierlich, um auch ins Tagesgeschäft eingreifen zu können? Oder ist das zu viel des Guten auf einmal? Nein, also ich will zumindest den Gesamtprozess ein bisschen begleiten. Ich werde dann für bestimmte Dinge zur Verfügung stellen, wenn man mich braucht. Ich werde mich also nicht in den Vordergrund drängen, das ist überhaupt nicht meine Aufgabe. Ich freue mich über die Entwicklung hier, auch im materiell-technischen Sektor. Ja, der neue Kunstrasenplatz, die Flutlichtanlage, dort ist sehr viel geleistet worden. Ich habe, denke ich, auch noch ein ganz vernünftiges Netzwerk, wo man mit diesen oder jenen Beziehungen mal dies oder das unterstützen kann. Und ich sage mal so, in diesen sportlichen Dingen sehe ich vielleicht so diese Blickrichtung so in Trainerfortbildung für die Nachwuchstrainer. Wir hatten das schon mal angefangen, da kam Corona dazwischen. Das werden wir wieder aufnehmen. Da würde ich mich schon intensiv darum kümmern, dass der Prozess läuft. Und sollte mal Miro, den ich auch schon lange kenne, als Cheftrainer der ersten Mannschaft mal diese oder jene Frage haben, dann bin ich auch zu jedem Gespräch bereit. Und wenn ich ein Spiel gesehen habe, man tauscht sich aus, dann sollte das vielleicht auch nicht von Nachteil sein. Neue Besen kehren gut, alte Bürsten kennen die Dreckecken, hat jüngst ein Politiker bei seiner Intronisierung gesagt. Sie sind es gewohnt, junge Menschen vor allen Dingen zu trainieren, zu lehren. Nun ist es so, dass es, wie gesagt, über das Spielfeld hier hinausgeht. Wie wollen Sie die Sachen angehen? Also welche Themen möchten Sie besetzen neben dem Sportlichen? Und wie könnte Ihre Art sein, wie stellen Sie sich das vor, vielleicht so Schwachstellen ein Stück weit anzugehen, die Entwicklung nach vorn zu treiben? Naja, ich sehe erstmal so eine generelle Verantwortung des Fußballs für das ganze Umfeld. Ja, als Vorbild auch für die Jugend. Wir müssen wieder, das ist nicht bloß ein Problem in der BSG Chemie, wir müssen wieder mehr Jugendliche an den Sport heranführen, natürlich in unserem Sinne besonders im Fußball. Und
der Sport bringt so viel und dort kann auch nicht jeder im Leistungssport aufschlagen, aber das, was der Sport bringt an Eigenschaften, an Voraussetzungen, das muss man mit ins tägliche Leben nehmen, in seine Zukunft tragen, und das ist so eine Geschichte, die ich mich auch stellen würde. Und es werden dann irgendwann konkrete Aufgaben kommen, wo man diese oder jene Frage stehen wird. Ich werde mir sicherlich auch ein paar Spiele im Nachwuchsbereich dann mal anschauen, wenn Corona-mäßig das alles ein bisschen gelockert ist. Und dann kann man über dies oder jenes diskutieren. Wichtig ist, dass man den Verein weiter stabil voranbringt. Ich denke, dass der Vorstand und das, was ich bis jetzt verfolgt habe, der Aufsichtsrat, das sehr solide machen. Und wie gesagt, ich werde an dieser oder jener Stelle helfen, und man muss das auf Stabilität lassen. Es geht auch nicht darum, dass man sagt, so, man muss jetzt Chemie mit Gewalt nach vorne schießen, sondern es geht um Seriosität, es geht um Stabilität, dass man auch Geduld hat und dass man den Verein auch weiter in seiner Führung so behandelt, dass man sagt, wir nehmen einer natürlich starken ersten Mannschaft, ja, nehmen wir die anderen Bereiche mit, da gibt es eine zweite Mannschaft, da gibt es Nachwuchsmannschaften. Und auch dort muss man überall ansetzen, und wenn uns das gelingt, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit Leipziger Schulen. Das war damals zu meiner Zeit, als ich ja Nachwuchstrainer war, Anfang der 70er Jahre, wurde das sehr intensiv geführt. Vielleicht ist auch auf diesem Wege einiges möglich, um dort wieder mehr Jungs oder vielleicht auch Mädels nach Leutsch zu ziehen. Herr Engel, vor nicht langer Zeit haben wir ein Interview mit Ihnen geführt zu Ihrem 70. Geburtstag. Darin betonen Sie die Wichtigkeit, Zuständigkeiten nicht zu vermischen, dass es klare Zuständigkeiten halt eben braucht, klare Abgrenzungen, Verantwortungen, Aufgabenbereiche. Jetzt hat die BSG eine Interimslösung mit der Quadriga in der sportlichen Leitung etabliert, zumindest bis zum Saisonende. Sehen Sie das kritisch oder sehen Sie hier eher die positiven Synergieeffekte, die damit einhergehen? Ja, das hängt immer davon ab, wie man die Geschichte angeht. So ein Prozess funktioniert nur, wenn klare Kompetenzbereiche vorhanden sind, die Verantwortung klargestellt sind und man offen, ehrlich und loyal miteinander umgeht. Das ist entscheidend, und dann kann alles funktionieren. Es ist ja ein bisschen auch aus der Not geboren, weil der Andi Müller aufgehört hat. Und ich denke schon, dass das eine Lösung ist. Ob es die permanente Lösung für die Zukunft sein wird, das muss man abwarten. Aber man muss zu den Leuten Vertrauen haben. Und ich denke schon, das sind im Moment die Richtigen, die das machen, die also mit Engagement, mit Herz dabei sind. Und deshalb habe ich dort keine Zweifel, dass das nicht klappen kann. Sie hatten es schon angesprochen, Spieler kommen, Spieler gehen. Das Ganze betrifft natürlich auch Trainer. An das Ende Ihrer Cheftrainerzeit hier in Leutsch haben Sie nicht so gute Erfahrungen. Auch das hatten Sie im Interview gesagt. Es gab ordentlich Disput mit Gremienvertretern. Nun sitzen Sie oben auf. Und was würden Sie anders machen und worauf geben Sie besonders Aufsicht, dass sich so etwas nicht wiederholen kann? Ja, ich denke, jeder sollte das entsprechend seines Verantwortungsbereichs handhaben. Und es ist manchmal nicht gut, wenn sich Vertreter, die sicherlich einen guten Willen haben, die Funktionäre sind, zu sehr in den sportlichen Bereich einheben. Es ist was anderes, über Fußball zu reden oder Fußball zu trainieren. Und der Trainer muss immer der wichtigste Mann sein, weil der Trainer derjenige ist, der am nahesten an den Spielern ist. Er arbeitet tagtäglich mit den Spielern. Und das müssen die Spieler auch wissen, das ist der wichtigste Mann für uns. Dass der Trainer auch natürlich um sich herum ein Umfeld braucht, dass er um sich Leitungsfunktionär braucht, das ist eine ganz normale Geschichte. Aber die Dinge von heute und damals kann man sicherlich auch nicht vergleichen. Es war damals eine andere Zeit, unmittelbar nach der Wende. Ja, die Finanzen waren mit einmal weg, es gab keine materielle Unterstützung mehr. Die Spieler gingen weg im gesamten Ostbereich damals, in die alten Bundesländer. Und man hatte also nicht diesen Spielerkreis oder dieses Personal, mit dem man die damaligen Zielstellungen realisieren konnte. Und es hat ja am Ende auch gezeigt, dass also sehr, sehr viele Ostvereine zunächst mal auf der Strecke geblieben sind, Jahre gebraucht haben, um sich zu erholen. Und deshalb ist es umso schöner, dass so ein Verein, so ein Traditionsverein wie die BSG Chemie sich wieder so fest etablieren konnte, dass er in einer legitimen Spielklasse spielt und den Leuten und vor allen Dingen auch den treuen Zuschauern, und dafür stand Chemie immer, für treue Fans, die den Verein unterstützen, wieder auch viel Freude bieten kann. Die aktuelle Zeit birgt auch eine ganz neue Qualität der Herausforderungen. Wir befinden uns noch inmitten der Pandemie, gerade jetzt vor
den Weihnachtsfeiertagen wird man dann zuweilen ein Stück sehr besinnlich. Wie schätzen Sie die Lage ein? Wie existenzbedrohend ist die Lage auch für den Fußball, gerade im, sage ich mal, semi-professionellen Bereich oder in dem Bereich, wo sich die BSG Chemie Leipzig befindet, die ja auch immens von den Zuschauereinnahmen abhängig ist? Ja, das ist natürlich für alle schwierig, nicht bloß für die BSG Chemie, sondern für die meisten Vereine, gerade in diesem Bereich Regionalliga, die ja zum Teil auch eingeschränkt sind und die finanziellen Mittel sind nicht so, dass man auf Rosen gebettet ist. Das ist eine ganz normale Geschichte. Es gibt sicherlich immer ein paar Ausreißer nach oben, die das weniger stört. Und deshalb kann man eigentlich nur hoffen, dass man Corona irgendwann wirklich dauerhaft überwinden kann. Und jetzt muss man vor allem die, auch in dieser schweren Zeit, Spieler, Trainer, Funktionäre, alles, das ganze Leitungsgefüge drumherum, dass sie einfach durchhalten und dass man aus dieser Situation vernünftigerweise versucht, das Beste zu machen, was möglich ist. Wir sind alle gebunden, nicht bloß der Fußball oder der Sport generell, sondern das ganze Leben ist dort eingeschränkt. Und da muss man schon Abstriche machen und vernünftig sein. Wichtig ist die Gesundheit der Leute und da müssen die Fachleute entscheiden, also die Mediziner, die Virologen und natürlich am Ende auch die Anweisung durch die politische Seite. Und ich glaube, wenn man da Vernunft walten lässt und es wird ja wieder die bessere Jahreszeit kommen, wo sich mehr im Freien abspielt, können wir die Gefahr dann abwenden. Aber es wird schon noch ein bisschen Geduld erfordern. Geduld ist notwendig. Jetzt begeben wir uns erstmal in die Winterpause. Herr Engel, haben Sie noch einen Wunsch oder haben Sie noch eine Botschaft für unsere Fans, die Sie vielleicht dem Fest angebracht übermitteln möchten? Na, da gibt es erstmal noch eins, dass ich allen Fans, allen Chemikern ein frohes Fest wünsche, einen guten Rutsch und für das nächste Jahr natürlich vor allem die Gesundheit und dann für die BSG Chemie alles Gute, dass die Mannschaft sich weiter stabilisiert, dass sie weiter fest in der Regionalliga integriert ist und vielleicht kann man dann in ein paar Jahren mal sagen, so, wir versuchen den nächsten Schritt, aber das wäre jetzt alles zu früh. Also Fans, haltet der BSG die Treue, kommt zu den Spielen, wenn ihr dann auch wieder dürft und drückt den Daumen, dass Chemie weiter in so ruhigen Fahrwassern fahren kann, wie sie es gegenwärtig geschafft haben. Herr Engel, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie wieder hier am Leutscher Holz sind. Gerne, Dankeschön.